Hallo, ich bin Susanne Brezel. Ich bin die Restauratorin, die für die LWL-Archäologie organische Funde restauriert und konserviert und im Speziellen Textil- und Lederfunde. Mein Name ist Manuel Zeiler, ich bin Archäologe und wir möchten euch ein paar spannende Textilien der hochmittelalterlichen Bergbauwüstung Altenwäsch bei Müßen zeigen. Wir sind hier auf dem Altenberg bei Müßen im nördlichen Siegerland, eine bedeutende Bergbausiedlung des 13. Jahrhunderts. Konkret stehen wir hier in dem Bereich eines ehemals ausgegrabenen Hauses, was hier stilisiert dargestellt worden ist mit dem Grundriss und mit den Steinen, die die Holzständer darstellen sollen. Die waren zum Teil erhalten, weil wir hier Feuchtbodenerhaltung hatten. Und das Bedeutende ist dabei, dass da jede Menge Textilien erhalten blieben, gefunden worden, die sich hier in dem Gebäude befanden und zum Teil in diesem Schacht, der sich direkt hier nebenan befand. Was ich an dem Objekt so spannend finde, ist, dass wir einen textilen Beutel haben, der auf der Rückseite auch Leder hat. Das kommt relativ selten vor. Das habe ich tatsächlich hier in Westfalen so noch nie gesehen. Deswegen finde ich dieses Objekt auch so spannend. Man kann hier an dem Leder sehr schön erkennen, also man hat hier so verschiedene Stiche, man weiß, dass das zusammengenäht war, das Textil und das Leder, und hier ist irgendeine Art von Konstruktion, dass man das höchstwahrscheinlich an einen Gürtel hängen konnte. Man sieht auf der Vorderseite sehr schön, dass das Textil, was übrigens Wolle von einem Schaf ist. Man erkennt sehr schön, dass das halt gewebt wurde mit verschiedenfarbigen Textilfasern. Und man hat hier eine rote Färbung und eine etwas, ich würde sagen, hellbraune Färbung im Textil. Und das ist so eine Art, so ein Streifengewebe, würde ich das jetzt mal nennen. Hier unten erkennt man den Boden von dieser Tasche. Ja, ich finde ja so spannend, also wir haben ja nicht nur die verschiedenen Stoffe hier oder die verschiedenen Webtechniken, wir haben quasi Stoffe von den einfachen Leuten und von den Bergarbeitern, also da wird quasi Archäologie zum Anfassen, wir können die Leute mal so ein bisschen kriegen. Ganz genau. Und das ist halt eben schon einer der bedeutendsten Textilkomplexe des hohen Mittelalters, die wir in Westfalen kennen.